Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns die Bosse aus dem Nachzügler-Raid Zulaman sowie die beste Route für den Time Run an. Wenn euch unser Video gefällt, lasst uns doch super gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Viel Spaß! In Zulaman treffen wir auf 6 Bosse, welche wie anfangs bereits erwähnt Loot im Bereich des T5-Contents droppen und dementsprechend eher für Twinks oder Nachzügler bzw. Rückkehrer gedacht sind als für voll-equippte Content-Raider. Was diesen Raid aber so besonders macht, ist der sogenannte Timed Run, bei welchem ihr 45 Minuten für die ersten 4 Bosse Zeit habt, um Bonus-Loot zu erhalten und vor allem den begehrten Kriegsbären der Armani. Der Timer startet mit 20 Minuten und 2 der Bosse geben euch nochmal 10 bzw. 15 Minuten hinzu. Lasst uns also den schnellsten und auch effizientesten Weg Stück für Stück durchgehen, sodass ihr den Bären euer eigen nennen könnt. Um den Run zu starten, sprecht ihr zuerst mit Harrison Jones. Wenn dieser in der Nähe des Gonges angekommen ist, müsst ihr mit 5 Spielern gleichzeitig den Gong betätigen und dürft euch anschließend für ein paar Sekunden nicht bewegen. Sprecht euch demnach im Voice ab oder stellt einen kurzen Pull-Timer. Das erledigt, startet der Countdown und es kommen euch direkt 2 Elite-Mobs entgegen. Tötet diese sowie die anderen Mobs, welche die Treppe nach oben kommen, und haltet euch direkt auf der linken Seite. Rennt links in die Wiese und steigt direkt auf euer Mount. Folgt dem Weg nach unten und biegt links ab. Sobald ihr durch den Torbogen seid, beginnt ein Event, welches so lange Vögel spawnen lässt, bis ihr den obersten Mob auf der Treppe gepult habt. Wenn alle Mobs tot sind, geht's direkt zum Adlerboss Akilson. Dieser wird dort getankt, wo er auch steht. Verteilt euch alle im Halbkreis mit 13 Meter Abstand zueinander um den Boss herum. Dieser trifft nämlich einen zufälligen Spieler mit statischer Störung. Die Fähigkeit macht 3500 Naturschaden und springt auf Verbündete, welche in der Nähe stehen, ähnlich wie bei Lady Wash im Schlangenstein. Zusätzlich gibt es einen Debuff, der den erlittenen Naturschaden um 25% erhöht. Als weitere Fähigkeit trifft er ebenfalls einen zufälligen Spieler mit Windstoß. Dadurch werdet ihr in die Luft geschleudert und bekommt Fallschaden. Sollte das passieren und ihr seid nicht bei voller Gesundheit, nehmt einen Gesundheitsstein. Als Hauptfähigkeit verwendet er elektrischer Sturm. Dieser hebt einen zufälligen Spieler in die Luft und lässt ringsherum Blitze, die extremen Schaden machen, entstehen. Ihr müsst demnach sofort unter besagten Spieler laufen. Damit die Milis weiterhin Schaden am Boss machen können, schaut ihr auf euer Raid-Addon und lauft 5 bis 10 Sekunden vorher alle zum Boss. Als letzte Fähigkeit spawnt er weitere Vögel. Diese könnt ihr, wenn der Heal stimmt, eigentlich ignorieren. Sonst einfach nebenbei mit umhauen. Wenn er im Dreck liegt, bekommt ihr 10 extra Minuten auf euer Zeitkonto gutgeschrieben. Das also geschafft, geht es direkt weiter zum nächsten Boss. Dieser liegt geografisch gesehen direkt auf der gegenüberliegenden Seite, geht demnach den Weg wieder nach unten und überquert die Mitte. Hier seht ihr nun schon den Bärenboss Nalurak auf euch warten. Mehr als die Erds umzuhauen, die auf euch zurennen, gibt es hier nicht zu beachten. Wenn ihr euch jetzt so weit es geht links an die Wand drückt, könnt ihr dadurch die beiden führerlosen Bären umgehen. Solltet ihr diese versehentlich pullen, schaut, dass sich jeder Tank einen Bär schnappt und tankt diese nicht alleine. Sie hauen extrem hart zu und verringern eure Rüstung um 10.000. Seid ihr nun um die Kurve, erwarten euch 2 berittene Bären. Wenn diese wenig HP haben, springt der Troll von seinem Bären ab. Eure Heiler müssen sich hier bereit machen, ordentlich zu heilen. Geht am besten beide Gegner nacheinander an. Wenn ihr die restlichen Mobs aus dem Weg geräumt habt, geht es direkt zum Boss. Der Kampf gegen Nalurak besteht aus 2 Phasen, seiner Humanoiden- und seiner Bärenphase. Die humanoide Phase dauert 45 Sekunden, in welcher er einen Cleave mit Rüstungsignor auf den Tank macht. Der Cleave wird allerdings geteilt, deshalb muss der zweite Tank ebenfalls vor dem Boss stehen. Außerdem macht er einen Charge, welchen den Spieler, der am weitesten entfernt ist, uncharged. Zum Charge kommt ein Knockback für alle Spieler, welche sich im Weg befinden. Stellt also hierzu am besten einen Hunter oder ähnliches weg vom Camp. Steht allgemein in einem schönen Halbkreis um den Boss. Nach 30 Sekunden geht's in die Bärenphase, welche von eurem zweiten Tank getankt wird, da er 2 verschiedene Blutungsfähigkeiten hat, welche über die Phase hinausgehen. Toppt ihr also euren Tank, so gut es geht. Um euch das Ganze zu erschweren, hat der Boss noch die Fähigkeit Ohrenbetäubendes Gebrüll, welche alle Spieler für 2 Sekunden silenced. Nach 30 Sekunden geht das Ganze wieder von vorne los. Das wiederholt ihr so lange, bis der Boss liegt. Im Anschluss erhaltet ihr weitere 15 Minuten auf eure Uhr. Jetzt geht es wieder die Treppe nach unten und direkt nochmal nach links. Hier erwartet euch der nächste Trash. Dieser kann nicht viel, außer dass hier direkt die Späher gefokust werden müssen. Andernfalls rennen diese zu nahegelegenen Trommeln und holen Verstärkung. Stunt und Fokus, dementsprechend was geht. Wenn ihr beim nächsten Altar angekommen seid, erwartet euch direkt der Drachenfalkenboss Janalai. Tankt den Boss in der Mitte des Raumes und verteilt euch sofort im 360-Grad-Winkel um ihn herum. Steht hier nicht hintereinander, sodass seine Fähigkeit Flammenatem nach Möglichkeit nur eine Person trifft.
Nach 10 Sekunden spawnen zwei Non-Elite-Ads, welche zu den Eiern links und rechts des Bosses laufen, um diese schlüpfen zu lassen. Tötet einen von beiden und lasst den anderen die Eier öffnen. Diese werden nun von eurem zweiten Tank abgefangen und gezielt gebombt. Das Ganze machen wir deshalb, da Janalai ab 35% alle Eier auf einmal öffnet und wir es dadurch mit weniger Gegnern in dieser Phase des Kampfes zu tun haben werden. Eine weitere Fähigkeit sind die Feuerbomben, bei welcher er euch, ähnlich wie Aran, zu sich teleportiert und im ganzen Raum Feuerbomben platziert. Stellt euch weit abseits von diesen, sodass ihr, wenn sie 10 Sekunden später explodieren, nicht getroffen werdet. Danach wieder direkt verteilen wegen des Flammenatems. Bei 20% geht er an einen kleinen Enrage und erhält mehr Attack Speed und erhöht generell seinen Schaden. Heiler aufgepasst. Habt ihr auch diesen Boss in die ewigen Jagdgründe geschickt, springt ihr auf der anderen Seite der zerstörten Treppe hinunter und lauft direkt geradeaus. Hier müsst ihr einmal rechts um das Gebäude herum, aber leichter gesagt als getan. Luchse und vor allem unsichtbare Luchspacks, welche vieren, machen euch hier das Leben schwer. Die Krokodile im Wasser sind allerdings neutral. Vermeidet ihr unbedingt Flächenschaden, um diese nicht zu pullen und somit Zeit zu sparen. Am Tempel, in welchem sich der Boss befindet, angekommen, könnt ihr ganz einfach mittig an beiden Trash-Gruppen vorbeilaufen. Den restlichen Trash besiegt, geht es auch schon zum Lux-Boss Halazi. Der Kampf gegen Halazi besteht aus zwei Phasen, welche sich immer wieder abwechseln. In Phase 1 werden beide Tanks benötigt, da sein Cleave den Damage auf beide Ziele aufteilt. Heißt im Umkehrschluss für alle Melees nicht vor dem Boss stehen. Hinzu kommt eine Raserei, welche direkt getrankt gehört. Habt ihr ihn auf 75% runter, geht es in seine zweite Phase. Er bekommt wieder volle HP, wobei sein gesamtes Leben um ein Drittel seiner maximalen HP verringert wird. In der Phase spawnt er zusätzlich Ads, welche vom Off-Tank kontrolliert werden müssen, sonst können die Ads ignoriert werden. Hier kommt noch ein Blitzschlag-Totem hinzu, welches ihr direkt umhauen könnt, sowie ein Erd- und Flammenschock auf den Tank. Habt ihr ihn in dieser Phase auf 20% runter, geht es wieder in P1 bei 75% weiter. Seid ihr hier bei 50% angekommen, geht es nochmal in P2. Wenn ihr dann bei 20% angekommen seid, geht es in Phase 3 und der Boss geht nochmal auf 25% Leben hinauf und in eine Art Soft Enrage. Toppt euren Tank und sonst gibt es hier nichts weiter zu beachten. Habt ihr das alles in 45 Minuten erledigt, erhaltet ihr den Bonus-Loot und einen Kriegsbären als garantierten Loot. Falls ihr das nicht schaffen solltet, erhaltet ihr zumindest für alle in der Zeit geretteten Geisel den Extra-Loot. Wenn ihr euren Loot eingesteckt habt, geht's weiter zum vorletzten, Hexlord Malakras. Der Kampf läuft so gesehen wie Morose in Karazhan ab. Zu seiner rechten und linken können jeweils 4 von 8 verschiedenen Mobs spawnen, welche aber alle CC'd werden können. Je nach eurem Gierstand könnt ihr also entweder die sichere Variante spielen und wie bei Morrows ein Ad nach dem anderen oder einfach alle auf einmal nuken. Folgende Ads können spawnen. Ganz links, Tour, ein Mili-Ogre mit Magieresistenz oder Allison Antil, eine Blutelfpriesterin. Beide können in eine Falle gesetzt, gesappt oder geschiebt werden. Achtet bei der Priesterin darauf, die Heilung zu unterbrechen. Links von Malakras, Lord Radahn, ein Drachkin mit der E-Fähigkeiten, welcher gesleept oder getrappt werden kann, oder Slither, eine Schlange mit einem Giftvolley, welche ebenfalls gesleept oder geschiebt werden kann. Rechts von Malakras, Gazakord, ein Wichtel mit Feuerbällen, welcher keinen Agro-Table hat, aber gebanished werden kann, oder Fenpirscher, welcher einen Naturschadensdot verteilt und ebenfalls gebanished oder getrappt werden kann. Zuletzt ganz rechts vom Boss, Düsterherz, ein Benji-Mili mit AOE4, welcher gescheckelt werden kann, oder Korak, ein Untoter mit Knockback und Frostfluch, welcher ebenfalls gescheckelt oder gefiert werden kann. Wenn ihr es euch leicht machen wollt, kann man sich ganz einfach merken, ganz links immer schieben, daneben sleepen, rechts vom Boss verbannen und daneben scheckeln. Wenn ihr aber wie erwähnt sehr gutes Gear habt, probiert einfach mal alle zusammenzuziehen und diese zu bomben. Anschließend dann auf den Boss. Neben den Ads hat Malakras noch zwei weitere Fähigkeiten. Alle 30 Sekunden Geistblitze, welchen jeden Spieler treffen und gegengeheilt werden müssen, und Seele entziehen. Bei Seele entziehen erhält er einige Fähigkeiten der Klasse, auf welche er die Fähigkeit wirkt. Ähnlich wie beim letzten Boss Nefarian aus dem Pechschwingenhort. Alle Fähigkeiten, die der Boss pro Klasse erhalten kann, seht ihr im Hintergrund eingeblendet. Nachdem ihr nun Malakras besiegt habt, steht ihr auch schon fast vom Endboss Zul'jin. Kurz noch die kleinen Non-Elite umbomben und los geht's. Zul'jin hat 5 verschiedene Phasen, in welche er jeden Geist der ersten 4 Bosse annimmt. In Phase 1 bekämpft ihr ihn bis zu 80% HP in seiner Trollform. In dieser verfügt er über die Fähigkeit Schrecklicher Wurf, welche einen Dot auf den Spieler hinterlässt, bis dieser auf maximale HP geheilt wurde.
Hinzu kommt noch ein Wirbelwind, bei welchem die Milis Rest ausnehmen müssen. Bei 80% springt er in die Bärenphase und erhält zwei neue Fähigkeiten. Überwältigen, welche bis zu 7000 Damage am Tank zufügt und einen CD von 9 Sekunden hat. Die zweite Fähigkeit ist die schleichende Paralyse, welche euch für 4 Sekunden stunt, sofern diese nicht innerhalb der nächsten 6 Sekunden gedispelt wird. Bei 60% geht er in die Adlerform. Hier lässt er wild Tornados durch die Arena fliegen, welche euch knockbacken. Stellt euch also als Range und Heal am besten mit dem Rücken zur Wand. Hinzu kommt noch ein Energiesturm, ungefähr wie beim Reliquia, welcher euch pro Attacke oder Cast 1250 Schaden erleiden lässt. Bei 40% verwandelt er sich in den Lux. Die erste Fähigkeit ist hier die Luxjagd, bei welcher er 9 verschiedene Ziele anchargt und einen 10 Sekunden Dot zufügt, welcher 7500 Schaden verursacht. Hier also heilen, was das Zeug hält. Die zweite Fähigkeit ist die Clownwut, bei welcher er einen Spieler fixiert, anchargt und sehr hohen Schaden verursacht. Hottet den Spieler oder bobbt ihn, um den Schaden zu umgehen. Zu guter Letzt geht er bei 20% in die Drachenfalkenform. Hier bekommt er 3 Feuerfertigkeiten. Bei der ersten wirbelt er im Kreis und verursacht einen AOE-Feuerschaden. Bei dem zweiten lässt er eine Feuerlanze vom Himmel fallen, aus welcher ihr rauslaufen müsst, und einen Feueratem, der wie gewohnt vor ihm Feuerschaden verursacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch super gern Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß in Zulaman und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.